Die Gefahr von rechts wächst. Sie wächst in Deutschland und sie wächst in Europa und international. Und gerade in diesem Land hat der Rechtsterror auch nach 1945 eine lange Geschichte. Es ist kein neues Phänomen. Denken wir an das Oktoberfestattentat von 1980, an die rassistischen Anschläge von Rostock, Mölln und Solingen, an die Mordserie des NSU, wo 9 Menschen aus rassistischen Gründen ermordet wurden und diese Familien dieser Menschen nicht etwa Unterstützung durch den Staat erfahren haben, sondern Verdächtigungen und Kriminalisierungen ausgesetzt wurden. Der Mord an Walter Lübcke, Halle, der Anschlag auf die Synagoge dort, Hanau, wo 9 junge Menschen ermordet wurden, so wahllos und doch so gezielt, weil der Täter Menschen mit Migrationsgeschichte töten wollte. Racists always try to divide. They try to divide society, they try to divide working class movements, they try to divide trade unions, and they end up bringing in deeply oppressive and fascist regimes as a result of it. And so we have to then start digging into what goes on underneath this. What goes on is that the rich and powerful in society use divide and rule. Colonial governments have used divide and rule in colonies all over the world, European colonies all over the world, and it's used against workers now. It's used against migrant workers all over Europe and indeed all over the Middle East and in other parts of the world. It's used as a way of setting one worker against another, and all of it emanates from an idea of racial superiority. The reason for the rise of the far right are linked to the deep economic, social, and political crisis we are facing in Europe. It started with a financial and economic crisis 2008-2009, and it was deepened by the pandemic, and now we have the situation of the war in Europe. Mit dem Krieg in der Ukraine haben wir eine wirklich sehr schwierige Situation. Ich will zuallererst sagen, dass völlig klar ist für die Linke in Europa insgesamt, dass wir diese Invasion der russischen Truppen in der Ukraine aufs Schärfste verurteilen. Sie kann durch nichts gerechtfertigt werden, auch nicht durch die mögliche Bedrohung durch NATO. Das ist, kann nicht der Fall sein. Das will ich als erstes dazu sagen. Wir haben jetzt eine neue Situation, die in Europa eine gefährliche Situation darstellt. Und sie stellt ganz sicherlich auch dar, eine Möglichkeit für die Rechte jetzt wieder stärker nach oben zu kommen, indem sie ausnutzt die damit verbundenen sozialen Probleme, insbesondere was die Flüchtlingsbewegung angeht. Wir haben eine riesige Flüchtlingswelle aus der Ukraine nach Polen, aber auch zu den anderen Ländern. Auch hier in Deutschland haben wir das. Und das ist eine Möglichkeit für die Rechte, sich jetzt wieder diese Situation auszunutzen für ihre Zwecke. Und das ist etwas, was wir als Linke, wo wir als Linke deutlich dagegen halten müssen. You see the differences in the dynamic between radical left parties and the far right. As part of the same thing. Well, the liberals are right in the middle as the moderation. Quite huge and are dynamic in France, both in France and in Italy. Ich denke, die europäische Linke sollte natürlich also auch stärker europäisch miteinander vernetzt sein. Das wird aber nicht reichen, wenn man sich den Internationalismus der Rechten ansieht. Natürlich muss eine Linke international sein. Sie ist es eigentlich auch traditionell. Es gibt keine Linke, die nicht zugleich internationale Linke ist. Was sie aber stärker machen muss, sie muss ihre Analysen stärker zusammenbringen, sie muss ihre Möglichkeiten des gemeinsamen Gespräches verstärken. Sie muss neue Formen der Kooperation finden. Vor 20 Jahren gab es die Sozialforumsbewegung. Im Grunde genommen brauchen wir fürs 21. Jahrhundert neue Formen der Organisierung, die vielleicht die alten Traditionen der Sozialforumsbewegungen und früherer Prozesse wieder mit aufnehmen, aber auf eine neue Weise verbreiten und produktiv machen. Thank you.
Bueno, desde luego la izquierda tiene un enorme reto a nivel internacional para luchar contra el auge de la extrema derecha. Uno de los elementos centrales, y además bastante sencillo o bastante evidente, pero creo que de una importancia extraordinaria en este momento, es la defensa de los derechos humanos, de los derechos económicos, de los derechos sociales, civiles, en un contexto en el que el auge de la extrema derecha lo que pone en duda fundamentalmente a través de su guerra cultural es precisamente la universalidad de los derechos. Según ellos, se genera un escenario en el que algunas personas están dentro y la mayoría social trabajadora, sobre todo, está fuera de ese gran consenso. Por lo tanto, es fundamental que defendamos los derechos humanos como un elemento central en la lucha de las izquierdas a nivel europeo. Am 2. August 2017 wurde die Juventa von italienischen Behörden beschlagnahmt. Sie war eins von vielen Schiffen der zivilen Seenotrettung. In den Monaten vorher war ich auf ihr 3-mal auf dem zentralen Mittelmeer und hatte das Glück, helfen zu können, tausende Menschen vor dem Ertrinken retten zu können. Jahrelang wurde gegen uns ermittelt und jetzt am 21. Mai geht unser Prozess in Italien los. Beihilfe zur illegalen Einreise lautet der Vorwurf. Die Höchststrafe dafür 20 Jahre. Auch bei uns, also bei der zivilen Seenotrettung, ist die Rechte ein wichtiger Faktor, weil mit Migranten wird leider immer wieder, oder mit Menschen auf der Flucht, wird Politik gemacht und die Rechten nutzen natürlich dieses Thema, um versuchen, Wählerstimmen abzufischen. Und eben sowas wie Salvini, der hat sich natürlich gefreut, als er erfahren hat, dass es da Vermutungen gibt, dass wir was Kriminelles gemacht hätten, dass wir uns nicht ans Recht gehalten hätten, dass es da Menschen gibt, die mit Schmugglern zusammenarbeiten, was auch immer. Das war für Salvini natürlich so eine Art Honigtopf und er hat immer wieder, egal ob gegen uns oder gegen Carola Rakete oder andere NGOs, sobald es da Prozesse gab, da hat er sich immer eingemischt, hat laut mitgeredet. Die identitäre Bewegung hat ein eigenes Schiff zwischenzeitlich gehabt und war mit dem auf dem zentralen Mittelmeer unterwegs, um NGO-Schiffe zu stoppen. Also die Rechten sind da ganz doll mit drin verwickelt und man muss ja auch klar sagen, unser Prozess, es geht nicht darum, ob wir ein Gesetz gebrochen haben oder nicht. Es geht um Politik, es geht um Solidarität, die vor Gericht steht. Und unser Prozess ist ein politischer Showprozess. Und natürlich wird diese Rechte, wird in Italien unseren Prozess nutzen, um eben Meinungen zu machen, um Stimmung zu machen gegen Menschen auf der Flucht vor allem. Brick by brick, wall by wall. Das muss vor allem oder ganz besonders die Köpfe in den Mauern meinen. Und das ist das, was wir als linke Aktivistinnen jeden Tag machen müssen. Wir müssen Köpfe in den Mauern einreißen, hier bei uns in unserer Gesellschaft. Für das Leben, gegen den Tod. There was a very strong sense coming out of the final session that unity on the left is absolutely essential in order to defeat the far right, but in particular that the left should have more confidence, that it should really go out there, that it should argue for system change, it should close any space available to the far right, and it should really strongly articulate the case for an alternative vision of society, a reality of society based on justice, equality and peace. Die Konferenz war ein guter Ort der Vernetzung, dass die Europäische Linke sich miteinander vernetzt, aber eben auch mit Aktivistinnen und Aktivisten, die in konkreten Initiativen aktiv sind. Die Gefahr von rechts nimmt zu, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern Europas. Und deswegen ist es auch so notwendig, dass die Linke sich vernetzt und dass wir gemeinsam diesen Kampf führen. Wir haben viele inspirierende Beispiele heute gehört und eine starke Linke in Europa ist dringend notwendig angesichts der wachsenden Gefahr von rechts.